Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde. Im heutigen Review geht es um etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar einen Fiat 600 von 1960. Und zwar die Flying Pig Version. Ja, jetzt werden sich einige fragen, was zur Hölle. Hier auf dem Karton könnt ihr so leicht angedeutet schon mal eine Silhouette von dem Auto sehen. Das Ganze natürlich im Maßstab 1 zu 18. Vom Hersteller La Mini Miniera. Ja, was ganz ausgefallen ist, werden kaum einige kennen. Und ja, ist ein Hersteller aus Italien. Karton sehr unscheinbar, schwarz gehalten. Ja, nur am unteren Ende kann man dann halt mal ein paar Bilder davon sehen, was sich eigentlich da drin befindet. Ja, und ja, ich finde die Verpackung natürlich sehr, sehr interessant. Ich werde das gute Stück mal auspacken. Ich hatte das Auto vor einiger Zeit mal, oder vor langer, langer Zeit mal im Internet gesehen. Konnte es mir aber nicht holen, weil der Preis absolut ultimativ war. Also die liegen alle so bei weit über die 100 Euro, teilweise an die 200 Euro Grenze. Und das war mir dann immer sehr, sehr, sehr suspekt. Und ich habe das Ding dann glücklicherweise von meiner Freundin zum 30. Geburtstag bekommen. Bin ich heute noch sehr dankbar drüber. Und ja, hier als erstes mal eine kleine Bauanleitung sozusagen. Also es ist ein Fertigmodell, wo man halt ein paar Sachen noch dran stecken muss, wie man das so kennt. Hier eine kleine Kurzanleitung dafür. Liegt im Karton bei. Und ja, auch von der Verpackung her sehr interessant, weil es ist einfach nur in so einen weichen Schaumstoff gepackt. Ja, und hier könnt ihr das gute Stück dann auch schon mal sehen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ein absoluter Hingucker natürlich in jeder Sammlung. Ihr seht schon. Wahnsinn. Ja. Ja, da fehlen einem die Worte. Und es ist wirklich, es ist halt ein Fiat 600 Minivan. Mit einem Aufbau aus einem, ja, in der Optik von einem Schweinchen, sag ich mal so. Ja, wenn ihr auch mal Google die Suchmaschine benutzt und Fiat 600 Pig oder Flying Pig eingebt, dann werdet ihr noch viele Bilder von dem Originalautos sehen. Die wurden quasi damals benutzt für Metzgereien, und um quasi die Ware auszufahren und ja, als Werbefahrzeug sozusagen. Ja. Zum Modell selber natürlich erstmal das Auto, und dann habt ihr hier oben noch die kleinen Öhrchen für das Schweinchen. Ja. Nummer 1, dann kann man hier so ein kleines Ding rausnehmen, und Nummer 2, so, hol das mal da rein, und dann kann man die quasi hier ganz einfach so reinstecken, so, und schon ist das ganze Modell komplett. Ja, ja. Zum Auto. Ja, Lackböden natürlich, wie ihr sehen könnt, absoluter Wahnsinn. Ja, keine Einschlüsse, keine Fehler. Ich bin absolut begeistert. Ja, glänzt ganz extrem. Und natürlich noch diese interessante Farbe, dieses typische Schweinchenrosa. Das ist natürlich absolut genial. Ja, die Front Fiat 600. Ja, dieser kleine Minivan. Einige von euch werden das Modell vielleicht kennen, oder ja, diesen Bus. Und ja, mit den kleinen Chromleisten und Scheinwerfern und so, macht schon was her. Ja. Auch sehr interessant, bei dem Modell geht nur die Fahrerseite zu öffnen. Ja. Hatte ich so bis jetzt auch noch nicht. Also ihr könnt die komplette Tür öffnen. Geht doch alles sehr einfach und sehr leicht. Also es ist extrem gut verarbeitet. Innenraum etwas einfach halt, wie das so war. Kleine Rückbank, Lenkrad. Ja, auch die Armaturen sehen echt gut aus. Hier am Ende natürlich auch wieder ein paar Detailfotos. Hier seht ihr auch schon die Tür mit den kleinen Scharnieren. Ja, die gefällt mir natürlich sehr gut. Räder sind drehbar. Nicht, na doch, lenkbar sind sie auch. Bewegt sich sogar das Lenkrad mit. Funktioniert auch alles sehr gut. Unterboden sieht auch gut aus. Ja, das Fahrzeug hat natürlich den Motor im Heck. Vorderachse haben sie auch gut nachgebildet, sieht
alles sehr stimmig aus. Ja, und dann natürlich das Schweinchen. Ja, sehr gut. Hier nochmal ein kleiner Schriftzug. Und so sieht das Heck aus. Hier natürlich mit dem kleinen Schwänzchen. Diese Türen hier kann man auch öffnen. So, also nur die eine, die andere ist auch wieder fest. Da kann man noch ein bisschen reingucken. Also ist ja wie so eine Art Laderaum, sieht man jetzt nicht so viel. Und man kann noch dazu die Motorhaube öffnen. Ja, auch hier der kleine Fiat 600 Motor. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut erkennen kann. Aber wie gesagt, am Ende des Videos noch ein paar Detailbilder. Ja, die kleinen Rückleuchten auch sehr gut nachgebildet. Sieht alles echt gut aus. Ja, wie gesagt, Beifahrerseite geht leider nicht auf. Und ja, im Großen und Ganzen ein Modell, wie es nicht auffälliger sein könnte. Ja, ist natürlich ein absoluter Hingucker in jeder Sammlung. Und ja, ich bin extrem begeistert. Ja, heute noch sehr dankbar, dass ich den mal bekommen habe als Geschenk. Und ja, absolut wahnsinniges Modell. Ist auch sehr selten zu finden. Hier vorne hat das Schweinchen übrigens noch in seinem Mund, kann man quasi noch Geldstücke einwerfen. Also das bedeutet, man kann das ganze Ding eigentlich noch als Spardose nutzen. Mache ich natürlich nicht. Kommt natürlich schön in meine Autosammlung. Und ja, an sich soll es das jetzt auch schon gewesen sein. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Modell habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, abonnieren nicht vergessen für weitere ausgefallene Modelle. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch viel Spaß mit den Bildern. Und ich sage dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.